Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wir starten heute mit einem neues Projekt, nämlich Arxinque Valguero. Ich bin gerade noch auf der Crystal Elfen, ob ich da ein paar Kinos mitnehmen will, die eigentlich nicht so viel gebraucht haben. Ich könnte das auch, wenn das natürlich Probleme gibt. Da. Zum Ab zu meiner Base. Yippie-Jojo. Ich habe mir auf jeden Fall das die Deinonychus. Also auf Valguero wird es so sein. Ich habe mir überlegt, ein Start-Item. Ja, es gibt ein Start-Item. Wir werden für den Start ein Deinonychus erhalten. Was ist mein Teams? Was ist mein Teams? Das ist mein Teams. Bloodstalker kommt mit. Das noch ehrlich noch vom letzten. Wenn die Matria kommt mit. Hopp kommt mit. Weiß ich nicht. Tornjagen brauchen wir nicht. Jaboa. Prinzipiell nicht so Bock. Den Spino nicht, weil das top, ja? Daher dann auch nicht. Karl noch safe nicht. Nee, nee. Da ist noch ein Rockdick, gell? Na komm, nicht zuerst mal die zwei nur. Dann geht's zum Obelisken. Ich weiß schon nicht mehr, wo ich hin, wo ich lang muss, ne? Ah, und ein Deinonychus Sattel kommt noch mit. Deinonychus Sattel. Ich bin hier gerade noch ein. Hallo? In, wie sagt man, Game Mode? Ja. Ich kann Bock haben, das hier zu farmen. Also, beziehungsweise, ja, eigentlich. Deinonychus soll es eigentlich nicht mehr so teuer. Also. Was wir rein tun? Eine Pickaxe. Eine Axt, komm, weil ich hab Bock drauf habe. Jetzt könnte ich noch das da. Mit denen enthaken. Bisschen Element könnte ich schon nicht schaden, aber naja. Lematria. Bloodstalker. Noch eine Sache kann mit. Die Frage ist, ist Kibbel oder Maßkibbel? Ja, Kibbel. Kibbel ist immer gut. Also, ciao. Dann gehen wir jetzt auf meinen Valguero. Das habe ich, wenn ich alles richtig gemacht habe, fast neben dem Ding gespawnt sein. Ein paar Spiele. Und Valguero. Rein da. Dann chatten musst du mich kurz in. Bitte, wenn ich nicht auf Wegkrepp werde, und das ist so war's auch. Also, Kreaturdaten, bla bla bla. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. 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 Ein Kryo. Das Ding und das Ding. Gut, dann. Pass auf Left. Haben wir Tag 3. 1. Und jetzt noch unseren Dinon. Nachdem ich diese Horst hier gekillt habe. Ich hab Bock drauf, die zu killen. Diesem Ding ist jetzt nicht mehr erlaubt, nur um einen sondern mal ein bisschen für Zerrumpfen und Cheaten. Auf Valguero gibt es genug Möglichkeiten herumzulatschen. So, jetzt unser Deinon.
Zack. Zack, 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 zack. Hey. Uff, den Daniel vergessen. Oh, ist eigentlich noch ein decent Team. Zu No Front. Day. Hab den Salt nicht reingetan, mein Fehler. Dann holen wir uns den jetzt nochmal. Zack, und jetzt geht weg damit. Day. Zack, rein da. Jetzt muss ich erstmal leveln. Ne, wie immer, so. Stamina. Zack. Movement. 300 pushen. Das ist ein Leben. Ne, 200. Zack. 500. 500. 10. Und den Rest gehe ich noch mal kurz raus. Dann anfangen wir ein Projekt, das ihr wisst. Tolles Spiel. Da hast du ein Level. Zack, 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 zack. Dann mal auf das. 10 von 10. So, und jetzt geht's. Ich finde die geboosted Server doch besser behalten. Dann nehmen wir es einfach wie es ist. Und da soll ich danach sagen, wie es ist. Da haben wir alles. Da haben wir das Ding. Nochmal ein Ding. Oh, das jetzt natürlich GTM. GTM. Was, ihr lernt die Sachen nicht mehr automatisch. Ja, why not? Stimmt, ich muss ihn ja nicht mal erlernen, um zu craften. Ja, sicher. Aber vergessen. Ah, dann haben wir jetzt unser Dane, unser Start-Items. Bewegen tun wir bei dem mal auf die 300. Ja, es ist ein guter Transport-Dino. Und gut ist jetzt gut, ne? Das habe ich bis jetzt. Da noch ein bisschen Leben. Zack, rein da. Halt dich hoch. Das heißt Fatten. Den ist der einzige Diener, der in diesem Ding TLC reingekommen ist. Also benutzen wir den aus Ding. Ich könnte jetzt noch mehr Eier stehlen gehen. Mach mal Gamma 4. Uff, uff, kickt. Ich habe mir auch schon einen schönen Space-Bot ausgesucht. Denke ich. Eigentlich nicht, will ich selber erkunden. Ich habe Valguero noch nie gespielt. Ich dachte einmal. Den Bossen habe ich nie besiegt.
gut, also so ist interessierende prinzipiell, ne? Was? Die oh shit, das ist nicht gut. Was? Ich bin dumm, ne? Oh Gott, bin ich behemmt. Hilf mir. Habe ich keine Mantis geholt? Oh Gott, das Ende ist gar nicht gut. Renn da, renn da, renn da. Das. Uff, die Level kicken. Zack. Stamina investen, Alter. Na, kommst du auf die 2000 Boosten. Und jetzt? Ich habe einen Flugvieh geholt und ich bin dumm. Ich werde jetzt einen Mantis holen, aber egal. Ich werde irgendwann auf jeden Fall in den Jokers bauen. Das ist auf jeden Fall das Interessante an diesem Ding. Ich glaube, ich könnte mir in der Theorie mal eine Lederrüstung craften. Bevor irgendwas ein Problem wird. Oh Gott, nee. Das ist ein Steingrundmaterial. Das ist ein Holzgrundmaterial. Das ist ein Feuerstein- und Metallgrundmaterial. Und da. Da kann er nicht hochklettern. Ja, wow, grandios. Also, wo gehen wir hin? Uff, diese Dinge sind gefährlich. Kein Fall, da entschließe ich mich. Ich weiß, könnte. Diese Dinge, die ich hier habe, die brauche ich prinzipiell jetzt. Den Rest kann ich droppen, wenn ich noch Platz in seinem Inventar. Also, wo gibt's hier was Schönes zum Bauen? Den töte ich. Sieht, wie stark die Viecher sind. Am Anfang habe ich die voll schwach eingesetzt, bis sie dann gedingst wurden. Patch. Noch prima klettern. Springen die können. Die sind's. Sind die. So, wo gehen wir uns jetzt hin aufbauen? Wo gehen wir uns aufbauen? Vielleicht, dass es eine ziemlich kurze Folge wird, die erste Folge. Oh, das sind andere Dinos.
Das heißt aber, dass irgendwo ein Nest ist. Ja. Also ich beende jetzt die Folge. Und ich glaube, das sage ich jetzt schon, ich glaube, ich muss dann noch eine etwas längere YouTube-Pause machen. Weil ich jetzt erstmal noch viel Real Life machen muss. Aber dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.